Hier ist aber was los, ne? Ach, Herr Schildkröte! Tut mir leid. Geht nicht anders. Ich muss für das Wohl des Volkes sein. Na, immerhin haben sie meine Lichter stehen lassen. So, mal eben schnell schlafen gehen, damit es wieder Tag wird, damit ich was sehe. Ja, da ist direkt der nächste. Die prügeln sich da oben. Yo, 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 hey. Du bist so ein Drecksack, ne? Ja, guck mal hier. Im Knochen da, Alter. Den nächsten hau ich mit dem Ding kaputt hier. Ja. Zack, kriegst du so einen. Steine baue ich. Kevin, lauf! Kevin versucht sich auch nur an Sicherheit zu bringen. Ja, deine Aufgabe ist weg, ne? So, mal eben. Ja, genau, zuschlagen. Und jetzt dahin. Jetzt hüpft er dahin. Actually gut ist, jetzt haben wir hier so viele Dinger liegen. Und da ich die ja wieder aufheben kann, bringe ich die einfach da drüben hin. Guck mal, wächst. Und baue einfach hier weiter. So, zack. 1, 2. Hier kommt eine Tür hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 7 nach links. Was ist denn das? Oh, die Eierschalen hier. Schildkröten-Eier. Genau. Der hängt da oben im Baum ab. Einfach nicht mehr hinterfragen. Das ist aber hier auch aufregend, ne, Alter? Also die kommen hier ohne Ende. Mein Gott. So, jetzt 1, 4, 3 noch. Und der eigentlich Wasser? Stimmt, ne? Naja, darum wird sich Zukunftsdominik kümmern. Kappa. 5, 6. Ah, ich habe auch Hunger, bis zum Geht nicht mehr. Ich sollte mal vielleicht mal das Fleisch da braten. Habe ich die Schildkröte nicht ausgeschlachtet? Ich habe das Fleisch nicht mitgenommen, ich habe es einfach liegen lassen. Ich verstehe immer noch nicht, wie man sich Wasser besorgen soll. Also wirklich zum Mitnehmen. Einfach durchs Feuer. Müsste sich ja irgendwie so eine Wasserflasche besorgen, ne? Brennen die eigentlich durchgehend oder gehen die irgendwann aus, die Dinger da? Nabber, nabber, Schmatz. Mir ist auch ein Fleisch verbrannt, weil ich dafür kämpfen musste. Ich glaube, die brennen durchgehend, ne? Der brennt sowieso nicht, aber. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wie es im ersten Teil ging. Im ersten Teil konnte man das irgendwie so bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 2, 4, 6 bis nach hier. Da läuft aber die ganze Zeit da hinten irgendwo, läuft die ganze Zeit so nackt da rum. Das sehe ich auch immer. Er ist ja richtig am Abcruisen. Mal vorsichtshalber die Axt in die Hand nehmen.
Aufträge. Kann ich dir was gegen? Geben. Nimm einen Gegenstand. Taktische Jacke, hier. Okay. Kann dir die taktische Jacke geben. Bringt nichts, aber... Beseitige 20 Meter, mach mal hier. Ist ja wenigstens irgendwie sinnvoll da. Okay, mein. Ich sollte mir vielleicht mal so einen Karren bauen, ne? Das wollte ich auch nachgucken. Ich drücke immer E. Ich weiß auch nicht, warum ich E drücke. Den lasse ich mir nicht nehmen. Ah, das ist gut. Was beseitigt der eigentlich? Hab ich ihn jetzt hier aufgehoben? Normal Stamm? Ja. Und Stamm. Keine Ahnung, was der macht, aber klar, warum nicht. So geht's. Kann ich den hier auch dran tun, jetzt einfach so? Nö. Weg. Weg. Zack. Zack. So, die Hütte wächst langsam. Ich will natürlich ein bisschen groß bauen. Dann lasse ich mich dann auch nicht lumpen. Zack. Zack. 2, 3. Ein bisschen hin und her rennen. Der stellt sich immer auf die Pflanzen und baut ab. Zack. Ich habe leider keine Ahnung, wie ich irgendwie was schneller von A nach bringen kann, von A nach B bringen kann. Zack. Zack. Dann haben wir jetzt hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist dann der erste Raum. Wir machen immer so, ich würde sagen, einen Raum nach dem anderen. Wir bauen dann immer so weiter an. Wie wir die Verteidigung gestalten sollen, ist dann auch, wird dann so ein Doppelzaun drumherum. Möglich. Erstmal gucken, ob ich hier in die Steine reinbauen kann. Zack. Ja, oben drauf. So, zack. Ja, oben drauf. Und das ist ein Stamm hier. Die Dame lässt sich gar nicht mehr blicken. Ich vertraue ihm da. Tradesman. So. Ist zumindest schon mal dieselbe Höhe. Ja, warte mal, ich habe hier 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. In der Doppeltür rein. Prinzipiell. Was müssen wir eben da merken können? Deswegen habe ich mir das abgebaut zum Merken. Ich könnte auch Türme da vorstellen, ne? Könnte man auch machen. Und daran dann den Zaun. Zack. Oh Gott, das wird nicht funktionieren, glaube ich, wegen den Steinen.
weiter geht's. Voll die blutigen Hände, mein Charakter. Alles voller Blut bei dem. Voller Mutantenkleidung und Blut. So muss das sein. Ist doch jetzt AA. Nicht weiter in die Richtung gehen. Dann werden die Räume doch vielleicht etwas größer. Das ist jetzt dann 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ob ich 10 mache und eine gerade Zahl, aber in der ungeraden habe ich prinzipiell auch. Kann ich auch mit leben. Wenn ihr mich verarschen. Bildung. Irgendwie konnte man die Scheiße da hochstellen, ne? Ja. Stützen. Vielleicht mit so einem Kleinen da. Testen. Brauche ich zwei große. Und man hat ja kaum Möglichkeiten, wo hier so eine richtig gerade Fläche ist. Deswegen muss das ja irgendwie funktionieren. Sieht schon cool aus, so von Weitem. Aber wenn wir da sind, ist, wir erstmal rumklettern hier. Ich weiß gar nicht, was damit ich anfangen soll. Nochmal durchhalbieren. Hinauf. Mal sehen, ob das hilft. Ich habe keine Ahnung. Bin so überfragt hier ein bisschen. Passiert nicht viel, ne? Also außer bauen. Mein gehört natürlich auch dazu. Wir können gleich mal nach dem Ding da tauchen. So. Hier darf ich nicht. So. I mean.
Es ist auf jeden Fall, es gewinnt keinen Schönheitspreis. Aber wenn es funktioniert, funktioniert es. Probier mal einfach aus. Hauptsache hält, steht und sitzt, wackelt und passt, ne? Durst. Auch kritische Lage. Kritische Nase. Wer könnte es sein? So. Das wird langsam. Du bist müde. Da lese ich heute nicht zum ersten Mal. So, okay, pass auf. Wie viele Getränke-Dinger habe ich denn noch? Kommt mir davon einen rein, dann ist mein Durst weg und ich kann noch ein bisschen tauchen und machen und tun. Ich krieg auch ein bisschen Ausdauer. Dann gehen wir mal eben nach dem Heli tauchen. Vielleicht finden wir den ja. Drumherum. Korallen. Voll Korall, ey. Da liegt aber auch nichts drumherum. Nichts, gar nichts, einfach nichts. Was ist denn das für ein Scam? Was ist das? Ein Stein. Na toll. Hat sich ja gar nicht gelohnt. Luft. Ah ja, habe ich schon vermisst. Oh Junge. Wenn mir zu nahe kommt, wird abgeschlachtet. Oh Alter, bist du gedodged. Bringt dir nur nichts. Ich habe größere Monster getötet. Weil jeder Ding aus dem Monster ist. Ja, dann ist mit deinem Frieden. Hier ist ja, wo das Kreuz war. Hier kann ich auch so gar nichts machen. Nicht abbauen, nicht anbauen. I don't know. Deswegen... gehe ich weiter. Mein Point of Interest. Aber wird dunkel, ne? Plan auslegen. Stücke. Stock Nummer 1. Stock Nummer 2. So, dann natürlich noch ein kleines Feuerchen. Anzünden das Ganze hier. Ja, jetzt brauche ich keine Plane mehr in der Hand. Eine Axt würde schon helfen. Hallo? Kann ich auch was essen machen oder? Jetzt aber. So. Rennen. Putze.
Ist doch ganz nett hier. Bisschen dunkel und einsam. Aber Calvin kommt schon. Guck mal, da ist sogar so ein Seensymbol unten, ne? Das heißt, man kann sich wirklich sneaken. Deswegen gibt es wahrscheinlich aber den Tarnanzug, aber... Und wie hat der letzte mal rumgebackt? Was ist das da am Strand? Ich sehe ganz viele Totems. Das kann nichts Gutes bedeuten. Calvin kommt. Mit Calvin kommt das Licht. What in the world? Damn, die haben einfach seinen Kopf in seinen Magen reingestoppt. Das wäre so ein komisches Vieh. Oder wollte mal eins werden. Und was ist das? Ist das eine Qualle? Feuerquallensaft. Ein Seil. Kann ich aber nicht aufheben. Unlucky. Da vorne. Sieht aus wie so eine Sojus-Kapsel. Hier ist ein Boot. Nimm das und paddel da raus, du Pfeife. Nee, er will so schwimmen. Was sagt denn mein Wassertank? Er sagt nur okay. So. Hoch. Nur das Hochschwimmen nicht. Wieso taucht der nur? Oder ist er wegen den Wellen? Das ist wegen den Wellen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da sein wird. Ich hoffe nur keine Haie. Vor denen habe ich Angst. Da war auch ganz witzig in Griechenland, als wir da im Urlaub waren. Mein Kollege, der hatte... Ja. Wie war das mit keiner Haie? Okay, wir müssen einfach schnell genug sein. Links, rechts schwimmen. Ein da. Piste, Kollege. Ach, da, hier. Hoch, hoch, hoch. Ja, wie kann man denn so langsam da hochklettern? Sender. Was hat euch hierher geführt? So, wir haben Pistole bekommen, habe ich gerade gelesen. Oh yeah, mein Freund. Oh. Fucking yeah. Was? Patrick M. Knight. Holographic World. Warum bist du gestorben? Du hast zu essen noch hier. Du wolltest wahrscheinlich von irgendwas zerfetzt. Wo ist der Hai? Ich hab den Hai gefunden. Gut, jetzt haben wir die Pistole. Aber wie komme ich hier weg? Das war ein Hai. Wo ist der andere? Probier jetzt mal was. Okay, geht einfach aus.
Na gut, jetzt habe ich eine Pistole, aber ich habe immer noch keinen. Nichts zum Schaufeln, ne? Die anderen Hals sehe ich auch nicht mehr. Ich schwimme mal eben zurück. Oh, bitte. Ich will nicht angegriffen werden. Calvin, rette mich! Einfach nicht umdrehen. Einfach ganz, ganz schnell zum Strand. Ganz schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab so Angst. Da ist was im Wasser. Was ist das? Hier schwimmen Fische. Nicht hier, aber da vorne. Ist das dann ein Nackter? Nee, aber ein Totem. Und da auch. Nee, jetzt sieht aus wie eine eine Feuerstelle ist das, ne? Ah ja. Doch, eher. Ah, Totem weiß ich jetzt auch nicht, aber irgendwie was. Irgendwas, was nicht an den Strand gehört. Sagen wir es so. Hier ist wieder Mucke, Alter. Guck mal, hier hat auch einer gechillt. Was hast du denn da? Pistolenaufsatz. Alter, wie geil seid ihr denn? Und voll die Süßigkeiten. Granate. Nimm die Flasche. Nimm die Flasche, Junge. Da kannst du Wasser mitnehmen. Nimm nur die Flasche. Aber nein. Wenn ich deinen Rucksack nicht reingucken. Hat hier voll die Plastikflaschen, weißt du? Kombinieren. Kombinieren. Ach, da könnte ich jetzt quasi. Bam. Ja, voll geil, dass du da aussetzen so drauf machen kannst. Richtig, ja, richtig. Aber hier liegt Essen, ganz viel Essen. Mal hier so eine Ration. Weil da zwei liegen, noch eine. Damit kann ich aber noch nichts. Hallo Vera. Gesundheitsmischung. Nice. Ich brauche auch mal so ein Reparaturwerkzeug. Einfach mal, um das zu haben. Und Stein. So, ein Hammer. MC Craft. Uhr. Draht. 1, 2, 3, 5. So eins. Tech. Kann das nicht münzen? Was brauche ich denn da? T4. Ah doch, münzen. Boah, ich bin so eine Zeitbombe. So. Blätterrüstung. Auch einfach mal bauen. 1, 2,
Leute, auch hier 65 machen wir 10. 11. Wetterrüstung. Dann habe ich das Ganze mal gecraftet. Fragen. Entfernen. Also, das ist das. Ich brauche das. So, dann haben wir auch mal ein paar Sachen hergestellt, die man vielleicht irgendwann nochmal brauchen könnte. Calvin ist keinen Schritt näher gekommen. Gefühlt. Alter, wir haben einfach eine Pistole. Wir haben jetzt eine Dings am Muster. Wer ist das? Taser. Eine Pistole. Eine richtige Pistole. Also langsam bin ich gewappnet. Aber wie ist der gestorben, wenn der eine Knarre hatte? Ja gut, wenn er alleine. Scheiße, Alter, bist du wahnsinnig? Alter, mein ganzes Herz ist mir gerade in die Hose gerutscht. Ja, hier, da kriegst du einen auch auf die Birne. Ja, da kannst du da oben im Baum hängen, wie du willst. Guck mal hier. Hast du das gesehen? Guck mal, der quält sich noch. Oh, yo, what the? Motherfucker, ich hatte eine Mutantenrüstung an. So. Zack. Hast du das gesehen? Holy. Noch einer? Du auch? Oh shit. Klar. Aber durch den Wellengang, durch den Wind war halt immer ein bisschen Wellengang. Dadurch war das Wasser relativ unklar. Und wir wollten ein bisschen weiter raus, weil da war es ein bisschen stiller. Da konntest du quasi wirklich im Wasser so kleine Fische schwimmen sehen und so. Deine eigenen Beine und so. Du konntest alles so richtig sehen, so richtig klar. Auf einmal, mein Kollege, der ist immer so am Tauchen. Und er hatte so diese, er hatte so eine Badehose an. Also diese Badeshorts. Aber die hatte so, wie soll ich das sagen, so einen komischen Stoff, das fühlte sich an wie Fisch. Und ihr kennt das, wenn ihr eine Fischhaut berührt, so richtig rau und so. Und der ist ja auch, wie gesagt, ein übelst, der ist so ein Tierweise, also so eine Maschine. Und er schwimmt unter mir her, ich habe ihn nicht getauchen sehen oder so, nichts, ne. Und ich berühre diese Badehose mit meinem Fuß und stoße ihn so weg, aus Versehen, weil ich hatte ihn ja nicht gesehen. Er hat mich auch nicht gesehen. Weil er die Augen zu hatte, ist ja so Salzwasser und so, brennt er in den Augen. Digga, wir haben uns beide erschrocken. Ich dachte, weil ich dieses mit meinem Fuß diesen Stopp berührt habe, wir haben mal so Späße gemacht. Jetzt gleich kommt ein Hai, weißt du so, oder irgendwann berühren wir ein Hai. Digga, und er hat sich so angefühlt, wirklich wie diese Fischhaus, wie so ein Hai. Digga, ich dachte, ich sterbe, ne? Da habe ich wirklich meinen Tod vor Augen gesehen. Das war der Moment, wo ich dachte, yep, rip you, my friend. It is what it is. Na toll, mit so richtig eng. Ja, genau, in so ein Labor. Oh nein, bitte nicht das Labor. Ich habe gesehen, was in dem einen Labor drin war. Das war. Ach du Scheiße. Oh, guck mal hier. Wer ist er denn? Der Kult muss brennen. Hallo? Nicht mal sein Müll hat er rausgebracht. Helmet, Arm, Chest, Pfeil. Ist das ein 3D-Drucker? Guck mal hier, Alter.
Ich kann hier sogar... Ich kann hier sogar pennen. 3D gedruckte Pfeile. Collected. Trinkflasche! Alter, das ist ja broken off. Rein. Ja, mach druck. Sache der scheiß Stops. Oh. Huch, Parallelwelten collected. Was gibt's noch? Maske. Enterhaken, Tech Mesh, Schlitten. 1000 Milliliter. Gib mal so eine Maske. Ich und meine Maske. Ich hab mal Angst, dass jetzt irgendwas gleich hinter mir kommt. Digga, die haben sich aber hier gut gelassen. Mit Champagner. Batterien, what? Hab ich gar nicht gesehen. Was ist das denn für eine Maske? Rote Maske collected. Das Tech-Mech. Tech-Mesh. Mal sehen, was da rauskommt. Ich habe noch ein bisschen Drucker-Harz. Wo ist denn die Maske? Ist sie hier unten? Taktische Jacke. Kopf. Schildkrötengedöns. Ja. Ausrüsten. Buga. Was ist das denn? Neue Anleitung verfügbar. Gerade wieder aufreißen, ne? Oh, Parallelwelten. Parallel-Universe. An in-depth study for connection between our universe and the many universes around us. National Bestseller. Tim LeBlanc. Okay, was kann ich damit machen? Oh, nix. Ja, ist ja gut. So, wo ist denn die Tech Mesh? Da. Kombinieren. Für Tech-Rüstung brauche ich das. Dann muss das safe OP sein. Warte mal, ich teste das mal aus. Art. Klebeband. Und Batterien. Das ist die, ne? Er hat immer noch das scheiß Buch in der Hand. Ihr Geräusch und ich kann das Buch nicht weglegen. Milliliter Schlitten 1000. Wie viel habe ich noch? 400. 700. War das alles, was ich hatte? Alter, war das wenig. Dann spare ich mal für den Schlitten. Ich höre Steps, ich bin mir sicher. Vielleicht ist Kelvin oben angekommen. Oder ich drehe ganz durch. Eins, zwei, oh, nochmal 100. Ich speichere auf jeden Fall mal hier. Geiler Ort hier, Alter. Holy moly. Verpassen wir so einen Energieriegel. Da. Einmal einen gönnen. Nee, ich werde den Riegel aufheben, ja. Okay, Tech-Rüstung. Wo geht's hier hin?
kombinieren. Oh oh. Ich sehe komischen Schleim. Ich höre irgendwas ganz Komisches. Das schien immer echt recht chillig gewesen zu sein, ne? Ding. Hauptsache, der Staubsauger hält alles sauber. Wenn der Staubsauger nicht wäre, dann... War crazy, Alter. Wir können sogar Wasser mitnehmen. Wo ist denn die Trinkflasche? Da. Hab ich hier drin? Sehr gut. Hab ich hier drin? Sehr geil. Guckt Fleisch. Ich hau mir die Rationen rein, weil ich so viel davon finde und hab das Fleisch dabei, ne? Alter, sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, was die Maske mir bringen soll, bin ich ganz ehrlich. Aber vielleicht für irgendwelche Stämme. Tech-Rüstung. Calvin ist angekommen. Ich habe doch gesagt. Calvin ist angekommen. Finally. Bruder. Ich werde geben. Nimm Gegenstand. Kann ich gar nichts geben. Den juckt überhaupt nichts. Der will auch nichts. Aber gut. Das war genug Abenteuer für heute. Kuss, Kuss, Kuss an alle, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit Sons of the Forest. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt einen schönen Abend, schöne Nacht oder guten Morgen, guten Mittag, wie auch immer es, welche Uhrzeit es auch immer gerade ist. Macht's nicht gut, macht's besser. Wenn ihr nichts verpassen wollt, by the way, gerne subben, liken, wenn es euch gefallen hat. Hilft immer. Ist kein Muss. Alles chillig, wie ihr wollt. Kuss, 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 Kuss